Heute ist der 5. Oktober 2016. Tja, hier will ich mal wieder eine Ausnahme von der Ausnahme machen, weil das Video, das ist schon irgendwie wichtig, weil das kann man doch wirklich kaum glauben, was man hier liest. Der Titel sagt ja quasi alles aus. Und hier ist auch nicht viel Text. Tja, es war so, hier war eine Mutter unterwegs mit ihren zwei Kindern, ein dreijähriges Mädchen und einen 5 Jahre alten Sohn. So, die hatten natürlich Gepäck auch und die hatten vor, vom Erfurter Hauptbahnhof nach Leipzig zu fahren. Okay, soweit so unspektakulär. Dann kam der ICE an, dann kam der Zug an, die Mutter stieg ein, ließ ihre beiden Kinder und das Gepäck Bahnhof Erfurt zurück und fuhr nach Leipzig. Was ist da los gewesen? Jedenfalls hat eine Bahnmitarbeiterin die beiden Kinder und das Gepäck entdeckt in Erfurt, hat darauf halt den ICE da angerufen und die Mitarbeiter. Die haben die Mutter gesucht, haben sie gefunden, haben ihr Bescheid gesagt. Und die ist dann wieder von Leipzig nach Erfurt zurück und wie man hier als letzten Satz lesen kann, hat die Mutter ihre Kinder wohlbehalten in die Arme geschlossen. Wenn ich da Bahnmitarbeiter gewesen wäre oder Polizist gewesen wäre, dann hätte ich diese Mutter nicht ganz so wohlbehalten in meine Arme geschlossen. Dann hätte ich gesagt, die junge Frau, was stimmt denn mit Ihnen? Ich nehme Sie Drogen oder so? Der hätte ich erstmal eine Stunde nur komplett durchsucht. Blutabnahme und so weiter. Ja, ich meine, wenn sie... Also kann man so ein... Kreatur eigentlich noch frei rumlaufen lassen? Irgendwas muss doch sein. Amnesie, Drogen, Demenz, Alzheimer. Ey, das ist eine Mutter, völlig scheißegal, wie alt die ist und was die für Sorgen hatte und ob jemand gestorben ist. Die bringt es fertig, ihre Kinder, es ist eigentlich scheißegal, wie alt die sind, aber gerade wenn die 3 und 5 Jahre alt sind, die bringt es fertig, ihre beiden Kinder und Gepäck am Bahnhof zurückzulassen. Steigt alleine in Zug ein und ja, kriegt das offensichtlich erst mit, dass die eben ihre Kinder und ihr Gepäck vergessen hat, als man als dritte Leute ihr das sagen. Alter, wie krank ist denn das? Wie geht sowas? Warum? Wie kann sowas passieren? Wie geisteskrank muss man denn im Gehirn sein? So, wie kann sowas passieren? Warum? Ja, das passt natürlich super gut, ja, passende Suchen bei Kita-Hass. WhatsApp AGB. Wow, passt natürlich super, ja. Nobelpreis, Pegida-Hass und so weiter, das passt natürlich alles super, ja, dazu, dass hier eine Mutter ihre Kinder angeblich vergisst. Das ist, ich weiß nicht, was soll man dazu sagen. Mutter vergisst ihre zwei Kinder. Geht mit ihren beiden Kindern und mit ihrem Gepäck zu einem Bahnhof, steigt dann in Zug und vergisst die angeblich. Soll das menschlich sein oder was? Also soll ich dafür noch Verständnis haben, nach dem Motto, das kann doch jedem mal passieren? Soll ja auch Leute geben, die am Geldautomaten das Geld vergessen, also die Scheine. Ich meine, wenn das eine alte Oma ist oder Demenz hat oder so, jemand, dann ist es ja okay, aber soll es geben, ja? Ja, aber kann man das, also das ist schon grenzwertig dumm, außer wie gesagt, man hat Demenz oder so. Ja, und hier, da waren dann alle froh, also nach dem Motto, ja, man hat die Mutter erreicht, die kam dann zurück, ja, mit dem ICE von Leipzig nach Erfurt oder umgekehrt. Gut, das dauert natürlich nicht so lange, ist klar. Ja, und dann waren die froh, dass alles heil war, alles gut, die haben vielleicht eventuell das Personal kontrolliert oder auch nicht. Und nach dem Motto, ja, Kinder und Mutter haben sich... wieder und fertig. Dann war das für die Polizei und so weiter erledigt. Ich weiß ja nicht, ob die deren eine Standpredigt oder so gehalten haben. Also wenn ich Polizist wäre, würde ich sagen, was stimmt denn mit ihnen nicht? Wie kann man denn seine zwei Kinder und das Gepäck vergessen? Was ging in dieser Mutter vor? Also was hat die für private Probleme oder so gehabt, dass sowas möglich ist, dass man vor allem als Frau, ja, aber das spielt keine Rolle, ob Vater oder Mutter, das ist bei beiden Seiten gleich dumm. Wie kann man als Elternteil seine Kinder und sein Gepäck vergessen?
Ich meine, wenn das keine Absicht war, aber warum sollte das Absicht sein? Wie geht das? Wie ist denn das möglich? Wie krank muss man sein? Ich finde das einfach nur unglaublich.